Hallo, ich bin's wieder, Josef, und heute zeige ich euch ein paar einfache Hatha-Yoga-Übungen. Und wir spreizen als erstes die Beine so weit wie möglich. Dann die Arme hoch beim Einatmen und beim Ausatmen zur Seite und nach oben schauen. Und ein und aus, andere Seite. Ein und aus, immer auf die Fingerspitzen schauen. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein. Und übers Kreuz. So nah wie möglich zum Knöchel hin, aus und ein, aus, ein, aus, so weit du kannst runterkommen, ein, aus, 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 ein, und hochgehen mit den Armen. Und nach vorne beugen, so weit du kannst, locker kannst, nicht anstrengen. Einfach fallen lassen. Den Rücken ganz entspannt, ganz locker. Ja, falls du den Boden schon berühren kannst, kannst du auch die Arme verschränken. Schultern locker lassen. Kopf locker lassen, den Nacken locker lassen, fallen lassen. Beim Einatmen streckt sich die Wirbelsäule ein bisschen. Beim Ausatmen loslassen. So, mit jedem Ausatmen fühlst du, dass du vielleicht ein bisschen mehr nach unten gehen kannst. Fallen lassen. Nicht anstrengen, sondern einfach nur entspannen. Durch die Entspannung kommst du langsam weiter runter. Und einatmen und wieder hoch. Arme hoch, ausatmen, Arme runter. Kurz entspannen und dann Beine wieder zusammen. Spannen, ein paar Atemzüge, langsam und tief atmen. Jetzt suchen wir uns einen festen Boden, damit wir dann auf einem Bein stehen können. Das andere Bein nach vorne, nach hinten, immer im Halbkreis. Und auch noch mit Atmung, einatmen, nach vorne, ausatmen, nach hinten. Sehr gut fürs Gleichgewicht. Und jetzt die andere Seite. Es hilft, wenn man ca. 3 bis 5 Meter vor sich einen Punkt fixiert. Völlig entspannt. Und wieder absetzen. Wieder ein paar Atemzüge entspannen. Und dann nehmen wir ein Bein hoch. Fuß in den Schenkel rein.
Und wir sind jetzt in der Baumposition. Ja, jetzt beten wir noch, dass wir nicht umfallen. Und weiterhin langsam und tief atmen. Vielleicht auch noch die Arme hoch, wenn du kannst. Und langsam wieder runter, absetzen. So, jetzt das andere Bein. Fuß an den Oberschenkel. Wieder beten, dass wir nicht umfallen. Zeit, wenn du dich sicher fühlst, kannst du wieder die Arme nach oben. Und ausatmen, Arme runter, Bein runter. Entspannen. Langsam tief atmen. Und jetzt machen wir die Sonnenanbetung. Die ist komplizierter und das ist die aktivste Meditation, die Yoga-Positionen. Einatmen nach oben, ausatmen nach unten und rechtes Bein zurück. Linkes Bein zurück, einatmen, den Hintern hoch, ausatmen, runter, einatmen, in die Cobra-Stellung, ausatmen und ein, wieder rechtes Bein nach vorne und links nach vorne und ein, nach oben, aus. Also entweder das rechte Bein immer als erstes nehmen oder das linke Bein. Ein, aus, ein, aus, ein, Hintern hoch, aus, runter gehen, ein, Cobra, aus, ein, rechtes Bein nach vorne, aus, links nach vorne, ein, nach oben und aus. Ein, aus, runter, ein, rechts nach hinten, aus, links nach hinten, ein, Hintern hoch, aus, runter gehen, ein, Cobra, aus, ein, rechtes Bein von vorne, links nach vorne, ein, aus. Ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus. Ein, aus, ein, aus, ein, Hintern hoch, aus, runter, ein, Cobra, aus, Hintern hoch, ein, rechts nach vorne, aus, links nach vorne, ein, strecken und aus. Ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus,
Ein und aus. Ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein und aus. Ein, aus, 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 ein und aus. Und entspannen. Stehen bleiben, tief atmen. Entspannen. So, jetzt gehen wir über zur nächsten Asana, zur nächsten Position. Dazu knien wir uns hin. So. Das Bein, das rechte Bein, bildet ein Quadrat. Einatmen, Arme nach oben, ausatmen, nach vorne gehen. Und der Rücken bleibt gerade. Und nochmal ausatmen. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Und Arme runter und wechseln, andere Seite, Bein hoch. Und ein, Arme nach oben, aus, nach vorne gehen, ein, aus, ein, aus. Ein, aus, ein und Arme runter, entspannen, jetzt gehen wir in die Diamantposition. Ganz runter, ganz klein machen oder Embryo-Position auch genannt und entspannen. In den Rücken reinatmen und beim Ausatmen entspannen.
Und jetzt gehen wir wieder hoch. Und setzen uns hin. So, das linke Bein, den Fuß an den Schenkel und die rechte Hand an die Zehen, wenn du kannst, wenn nicht einfach auf den Unterschenkel. Und den anderen Arm hoch. Strecken und reinatmen. Genau, tief reinatmen. Und jetzt wechseln wir die Seite. Arm hoch. Reinatmen. Und entspannen. Jetzt übers Kreuz. Reinatmen. Und andere Seite. Und wieder zurück, entspannen. Und dann legen wir uns hin, kurz entspannen. Und hoch mit den Beinen in die Kerzenposition. So gerade wie möglich, so weit wie möglich den Körper hochdrücken. So, dann fließt das ganze Blut in den Kopf. Sehr gesund. Tief reinatmen. Nun gehen wir noch weiter in den Pflug. Ganz vorsichtig, so weit wie es einfach geht, nach hinten die Beine. Gerade halten die Beine. Nur so weit wie es geht, muss nicht unbedingt den Boden berühren, zumindest noch nicht. Und dann ganz langsam nach unten rollen
also mit den Händen gegen den Boden und die Wirbelsäule auf den Boden aufrollen. Die Wirbelsäule bleibt flach auf dem Boden. Dadurch beugen wir die Knie und atmen wieder rein und entspannen uns. So, und jetzt drehe ich die Beine hoch und übers Kreuz nach links rüber. Arme auseinander und den Kopf nach rechts rüber. Und wieder reinatmen und in dieser Position entspannen. Und wieder das Bein hoch und runter und jetzt die andere Seite, links hoch, nach rechts rüber das Bein und den Kopf nach links rüber. Und das Bein wieder hoch und runter. Entspannen. Einfach den Atem beobachten. Wie ganz langsam in den Bauch und in den Brustkorb fließt. Beim Ausatmen, der Bauch geht zurück und dann der Brustkorb. Atme das Leben ein und jegliche Spannung aus. Loslassen. Fallen lassen. Und du bleibst noch so lange liegen, wie es dir angenehm ist.
damit ist die Yoga-Sitzung beendet und wünsche euch noch einen schönen, entspannten Tag.